So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Diese Woche war nicht sehr viel mit Drogöchen Popöchen, ne? Ja, das ist... Woran liegt das? Corona. Es liegt an Corona. So. Okay, wir hatten von Drogo geträumt, als wir in der Badewanne waren und haben uns gedacht, hey, wie wäre das jetzt mit Drogo zu baden? Und der erforscht uns und hast nicht gesehen. Egal. So, lass uns loslegen. Aber ich werde deshalb nicht gleich eifersüchtig werden, auf gar keinen Fall. So, meine Gedanken werden plötzlich von einem tierischen Heulen unterbrochen, das mich zusammenzucken lässt. Da fällt mir ein, was ist mit Glubschi eigentlich? Was ist das denn schon wieder? Geheimnisvolle Zähne spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das spielen kann. Dies ist eine Spezial, die du sehen kannst, weil du dort vor der Geschichte die richtige Entscheidung hast. Diese Szene ist nur sichtbar, falls du in der Haupthandlung fortfährst und bla bla bla. Man kennt das jetzt schon, mal gucken. Warte mal, ich glaube, ich pausiere doch mal. So, ich habe mich dazu entschlossen, das nicht zu machen. Weil, ehrlich, es kostet ja jedes Mal 1,99 €. Und was für sich, wie viele geheimnisvolle Szenen wir schon hatten. Deswegen lohnt sich das irgendwann auch nicht mehr. Bald haben wir nachher 20 € für das Spiel ausgegeben. Das ist nur Drogen. Okay, Leute, ich hoffe, ihr versteht das. So, ich bin für einen kurzen Moment wie erstarrt. Meine Haare sind noch feucht. Es herrscht Stille. Ich habe das bestimmt nur geträumt, mit Sicherheit. Beim zweiten Heulen springe ich auf und spitze die Ohren. Der Schrei ist noch ein drittes Mal zu hören. Und diesmal bin ich zu 100% sicher, es handelt sich um einen Wolf. Ich bin leicht panisch, warum denn? Wir sind ja irgendwo in einem Haus drin, ne? Müssen wir nicht panisch sein, wir können auch gerne neugierig sein und mal aus dem Fenster schauen. Ey, das erinnert mich an Twilight, Werwölfe. Was macht ein Wolf in der Nähe des Haus? Er ist auf dem Grundstück oder weiter weit weg? Das Heulen kommt mir doch sehr nah vor. Was soll das spekulieren? Ich bin einfach zu neugierig, um wie angewurzelt zu bleiben. Ich gehe also zum Fenster, um nachzusehen. Wer bist du denn, du hübsches Tier? Ich bin völlig überrascht, als ich auf einmal direkt unter meinem Fenster inmitten des Gartens einen riesigen Wolf entdecke. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so nah an Herrenhaus herankommen würde. Normalerweise sind Wölfe im Rudel unterwegs und halten sich von Menschen fern, das ist richtig. Es ist das erste Mal, dass ich einen Wolf so nah vor mir sehe. Ich sehe mir ihn genau an, nachdem ich das Fenster ein Stück weiter geöffnet habe. Sein dunkles Fell glänzt ein wenig in der Nacht, aber vor allem seine Augen strahlen regelrecht. So sehr werden sie vom Mondlicht erhellt. Er sieht mich an. Auf einmal verspüre ich so ein Kribbeln, das ich sonst nur fühle, wenn meine Kräfte zum Vorschein kommen. Es ist Logan. Heißt er Logan? Logan heißt er, ne? Der ist das auf jeden Fall. Jede Wette ist er das. Ich brauche einen Moment, um dieses Gefühl zu deuten und bringe es dann mit ihm in Verbindung. Zwischen uns beiden existiert irgendetwas. Ich spüre, wie sich meine Unsicherheit verflüchtigt und ein Gefühl der Sicherheit Platz macht. Warum sollte mich ein riesiger Wolf mit einer klaffenden Schnauze sicher fühlen lassen? Das ist schon komisch. Ja. Ich habe den Eindruck, dass er eine Art Trance auf mich ausstrahlt. Ich könnte die ganze Nacht an meinem Fenster stehen bleiben und ihn beobachten. Ich zwinge mich dann doch wieder, den Kontakt abzubrechen und mache mich bereit, das Bad zu verlassen. Als er sieht, dass ich gehe, heult er laut los. Warum? Will er uns essen? Psst. Psst, mach nicht so einen Lärm. Nicht, dass dich noch jemand erhört. So, nein, wir wollen keine extra Energiepunkte gewinnen. Na, fantastisch. Jetzt rede ich also schon mit einem Wolf. Er schreit noch ein paar Mal und verschwindet im Gebüsch. Zufall? Ich schließe leise mein Fenster. Nachdem ich also eine Weile das Mädchen war, das mit Vampiren lebt, bin ich nun das Mädchen, das mit Wölfen quatscht. Ich schüttel den Kopf und lege mich ins Bett. Ich hätte nie gedacht, dass es in Mystery Spell Wölfe geben könnte. Ein Gefühl der Neugier macht sich bei mir breit. Das sorgt dafür, dass ich nur sehr schwer in den Schlaf finde. Ich drehe mich eine Weile in meinem Bett hin und her. Vielleicht sollte ich morgen früh mit den Jungs darüber sprechen. Wobei, wenn ich ihnen erzähle, dass ich Kontakt zu einer Eule und zu einem Wolf hatte, werden sie sich sicher über mich lustig machen. Wahrscheinlich nicht. Ich sehe schon Drogo vor mir, wie er mich spöttisch anguckt und mir sowas in der Art sagt wie: Schau an, kleines Ding, jetzt flusterst du also schon mit Dingen ins Ohr des bösen Wolfes. Ich mache das Licht aus und seufze. Morgen früh bin ich vielleicht schlauer. Einfach eine Nacht über alles schlafen. Ja. Am nächsten Morgen sitzen Peter und Drogo am Frühstückstisch. Das überrascht mich jetzt aber doch. Warum tun sie das? Hallo, hola. Hast du gut geschlafen? Ja, passt schon.
Und jetzt müssen wir einmal buseln. So. Ich setze mich neben Peter und gegenüber von Drogo. Was macht ihr beiden denn hier? Habt ihr etwa Heißhunger auf Croissants? Einfach nur unstillbare Lust, dir dabei zuzusehen, wie du dir all diese Nahrung in deinen süßen Mund reinstopfst. Ah, mit einem süßen Mund, da hättest du gerne was von, ne? Sehr witzig. Einmal mehr weiß ich nicht, ob ich nun lachen, seufzen, mich aufregen, rot anlaufen soll. Ich seufze. Komm. Alles, was ich sicher weiß, ist, dass mein Herz rast, mein Mund ganz trocken ist und ich eine große Lust verspüre, seinen Lippen auf meinen zu spüren. Das alles nur, weil wir miteinander reden. Wir sind verliebt. Ich versuche mich auf etwas anderes zu konzentrieren, als auf seinen muskulösen Körper, in diesen hautengen Switcher. Aber es fällt mir doch sehr schwer. Peter räuspert sich und kann sich sicherlich denken, an was ich gerade denke. Was wiederum dafür sorgt, dass ich mich unwohl fühle. Ich muss jetzt schnell etwas finden, was ich sagen kann, bevor die Situation unangenehm wird und sich Droge auf die Socken macht. Okay, meine lieben Kinderchen, das war schon wieder für heute. War spannend mit dem Wolf, fand ich. Und ich gehe mal davon aus, dass wird einer der, wieso beißt Peter sich denn so auf die Lippen? Ach, das sieht aber merkwürdig aus. Vielleicht will er uns ja auch was machen. Auf jeden Fall, das mit dem Wolf fand ich spannend. Und ich glaube, das ist einer der Gegner von diesen hier. Yeah. Drogos und Peters, Bartolis, haben die Nachnamen, 120 Folgen und ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Bestimmt einer der Gegner von den Bartolis. Also ich gehe mal von aus, die Eule wird einer der Zauberer gewesen sein. Ich denke mal vielleicht an Sarah. Und ich gehe vom Wolf aus, das ist Dan Lowen oder Logan, ich habe den Namen vergessen, dass es der gewesen sein wird. Ich kann mir den beim besten nicht vorstellen, dass es die Vampire sind. Ich stelle mir so ein bisschen, wie heißt das, Twilight so ein bisschen vor. So, ne? So, gut, meine Kinderchen, das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann lasst es aber bleiben und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.